Hallo Leute, weiter geht's in Pokepark. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich irgendwie weiterkomme. Ah, das rote Ding ist trifft Zeppelin. Muss ich jetzt zuerst zu diesem Typen hingehen? Weiß nicht. Ja komm, wir geben mal 20 Bären aus und sehen, wie das so aussieht. Und ab geht die Post. Hui! Das sieht cool aus. Sieht schick aus, doch, muss ich sagen. Und das soll wohl Ballett sein oder irgendwie sowas. Ja, nein, vielleicht? Ich glaube ja. Aha. Ja. Ja, bring mich halt nochmal zurück. Vielleicht musste ich das ja mal austesten, damit es nachher weitergeht. Überspringen, komm, reicht. Hallo. Und weg. Hallo. Und weg. Hallo. Nicht mehr weg. Ja, aber... Was zum... Warum sitze ich jetzt hier fest? Ich will doch hier durch. Aha. Aha. Jetzt darf ich da durchgehen, warum auch immer. Normalerweise darf ich hier ja niemanden durchlassen, aber Impoleons Laune bereitet mir echt Kopfschmerzen. Du darfst ausnahmsweise durch. Bitte hilf Impoleon. Ja, ist gut. Ist ja gut. Denn die will nicht mitkommen, das ist irgendwie schade. Gut, sehen wir uns mal dieses Gebiet hier an. Spielsachen. Ich will was mitnehmen zum Spielen. Liegestühle. Ganz viele. Die Liegestühle missbrauchen sich gegenseitig, weil sie liegen aufeinander. Versteht ihr? Die Liegestühle liegen... Ja, egal. Pikachu, du machst komische Bewegungen. Geht's dir gut? Ich glaube nicht. Nee. Boah, die... Wow, ist das für eine Musik. Was ist das für eine Musik? Das ist ein bisschen eigen, sage ich mal. Okay, hier ist alles wieder so riesig. Also es geht eigentlich, aber... Was denn? Azurill! Der Streit zwischen Gyarados und Imperator war ganz schön heftig. Ja, zu alle Verbindungsbrücken zwischen den Inseln liegen in Trümmern. Gyarados und Imperator waren doch früher einmal gute Freunde. Ich frage mich... wie es nur zu jedem Streit gekommen ist. Was? Los, sag schon! Fleckmon, die Erde bebebt. Ja, ich merk's, danke. Das hat mir jetzt aber einen Schrecken eingejagt. Zuerst dachte ich, die beiden hätten wieder angefangen zu streiten. Aber dem ist wohl nicht so. Was mag das nur gewesen sein? Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr mich auch endlich mal, bemerkt. Du bist sicherlich neu hier, nicht? Willkommen in der Strandzone. In letzter Zeit schaut kaum noch jemand hier vorbei. Ja, kein Wunder, die Tür ist ja zu. Wie? Ah, so verstehe. Du hast dich in die Strandzone begeben, um Impoleon zu treffen. Über das Meer gelangst du von hier aus in die Eiszone. Für dich ist es zu weit, dorthin zu schwimmen. Bitte doch Lapras darum, dich mitzunehmen. Sie hält sich meistens in der Bucht auf. Der andere Seite der Brücke auf. Jo, danke. Da ist wieder Plauder Guy. Sprechen wir mal mit ihm. Nicht Tackle Pikachu. Sprechen. Wie ist Plauder Guy eigentlich hierher gekommen? Weil die Tür ging ja eben erst auf und wir sind da durchgegangen und es ist bereits da. Weiß ich nicht. Ja, diesen Erdbebenwein habe ich sogar gespürt. Wie bitte? Oh, du bist also auf dem Weg zur Bucht von Lapras? Sie liegt auf der anderen Seite der großen Brücke. In der Strandzone. Ja, danke für den Hinweis. Mal sehen, was hier so für Pokémon gibt. Wingull. Und Enton. Da ist wieder Staralili. Ja, schön. Gib mir das! Da steht irgendwas 2D-mäßiges. Ah, das ist das Dings. Sag schon. Ja, trifft Zeppelin halt, genau.
Chef Zeppelin ist eingetroffen. Ja, ich möchte jetzt aber nicht fliegen. Ich möchte nur, dass du bereit stehst. Habitak, was machst du hier? Ein Freund aus der Grünzone hat mir von diesem Ort erzählt. Ich hatte ja keine Ahnung, wie schön es hier ist. Hast du Lust zu kämpfen? Nein. Oh, wirklich? Na ja, ein anderes Mal. Ja, bestimmt. Die Musik irgendwie will mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, aber... ja. Hier kann ich nichts tun. Da ist auch nichts. Ja, ich weiß, ich muss zur Bucht gehen, aber ein wenig umsehen darf ich mich dann wohl noch. Kann ich jetzt quasi hier durchs Wasser? Nee, kann ich nicht. Hm. Da, Tauboga. Die haben wir noch nicht gesprochen. Komm her. Und stopp. Hallo. Tauboga. Wingal hat mich eingeladen hier zum Spielen. Es soll nämlich Spiele geben, bei denen man durch die Luft fliegt. Was, möchtest du kämpfen? Ja, tun wir das einfach mal. In deinen Augen sehe ich einen richtigen Kämpfer. Lass uns beginnen. Was zum? Wie hätte ich das jetzt treffen sollen? So vielleicht. Nochmal. Nochmal. Warum hat das nicht funktioniert? Okay, ich muss wieder warten. Was? Wie hätte ich jetzt ausweichen sollen? Hier, nimm das. Ich habe doch versucht, so auszuweichen. Warum hat das nicht funktioniert? Verstehe ich nicht. Oh, du bist gut. Lass uns Freunde sein. Sehr schön. Noch kurz einen Freund mit abgegriffen. Wer ist das da drüben? Das erkenne ich jetzt irgendwie gerade nicht. Das Ding da drüben. Ah, Imperator ist das. Ach so. Habe ich jetzt gar nicht erkannt. Gut, da vorne hüpft wieder Staralilium her, glaube ich. Ja. Gut, dann können wir offensichtlich nicht viel anderes tun, als wirklich zu Lapras zu gehen. Oh, hallo. Hallo. Sprich mit mir. Willkommen zum Luftspurt mit Pelipa. Ich würde dich auch gern teilnehmen lassen, aber Tohaido und Kaniwana sagen stets, Fremden hätten mir hier nichts zu suchen. Ich habe zwar keine Angst vor den beiden, aber jedes Mal, wenn ich zum Meer gehe, fahren sie mich scharf an, so dass sich weder meine Freunde noch ich dort unbeschwert in die Lüfte schwingen können. Da kann man halt nichts machen. Ja gut, dann halt nicht. Ist das ein Lugia? Nee, nicht wirklich. Luftsport mit Pelipa. Schnapp dir die Ringe mit gekonnten Flügelschlägen. Ich habe keine Flügel. Wo ist er? Ah, Weilort. Der Fug Weilort. Wie, da drüben ist Lapras. Wie komme ich jetzt darüber? Vielleicht mit Weilort Hilfe. Hallo Weilort. Weilort. Es heißt, merkwürdige Dinge würden im Pokepark geschehen, wenn durch Zwietracht unter den Pokémon die Kraft des Himmels Prismas schwende. Noch scheint alles im Lot zu sein, aber ich befürchte, dass sich alles zum Schlechten wenden könnte, wenn nicht bald etwas geschieht. Ja. Das war gar nicht Lapras, das war Garados. Wie komme ich jetzt darüber? Vielleicht über die Brücke. Hier ist ja irgendwie... Nee, das kann... Wie komme ich denn jetzt zu Lapras? Ah, da ist eine Brücke, ach so. Ah, da unten sind die beiden Streithähne, da ist noch eine Kiste. Nochmal so ein blödes Ding hier. Was soll ich denn damit? Keine Ahnung, was ich damit soll. Ich bring's mal zu Azurill. Ist es gerade runtergefallen von seinem Ball? So, hier hin. Bist du umgefallen? Ich möchte's doch mal sehen. Ne, jetzt fällt's nicht mehr runter. Beinahe wäre es runtergefallen. Und es hüpft weiter. Egal. Sehen wir bestimmt mal noch. Gehen wir mal hier in die Brücke. Sagen Corazon Hallo. Corazon! Du kannst diese Brücke nicht überqueren. Weshalb möchtest du wissen? Tja, ich lasse dich nämlich erst durch, wenn du mit meinem Ratespiel durchgekommen bist. Bist du bereit für das Ratespiel? Ja, aber ich kann doch nicht gut raten. Hihi, los geht's. Erste Frage. Was erhältst du, wenn du die Bonusleistung erzielst? Ja, Beeren. Ah, Holzscheite sind das, okay. Beeren.
Genau. Frage Nummer 2. Wie viele Streifen hast du auf dem Rücken? Ja, wenn ich mich jetzt nicht umdrehen könnte, also wenn ich quasi nicht mir selbst auf den Rücken sehen könnte, wäre es noch fies. Aber so kann man ja... Ne, ihr wisst schon. Stimmt, genau. Dritte Frage. Wer hat mehr Beine, Krebskorb oder Krabi? Krabi hat 6. Krebskorb hat auch 6 und zwei Scheren, glaube ich. Nicht? Was? Krebskorps, okay. Ich habe gehört, dass Krebskorps und Krabi zur Strandzone kommen, wenn du Flaschen in den Altglascontainer wirfst. Was? Wie viele Flaschen du einwerfen musst, weiß ich allerdings nicht. Viel zu schade, komm vorbei, wenn du das Radfischen meisterst. Ja, dumm. Jetzt kommen bestimmt dieselben Fragen. Ja, bla bla blups. Ja, ich habe doch noch nie Krebskorps so genau angeblickt. Mein Gott! Ja. Ja, es sind immerhin immer die gleichen Fragen. Aber nicht die gleichen Antworten, glaube ich. Frage Nummer 2. Welche Farbe hat das... Was? Welche Farbe? Ja, ist das jetzt braun oder rot? Ja, ich nehme schon an braun, oder? Es sind nicht die gleichen Farben, nicht die gleichen Fragen. Wie viele Haare hat Anton auf dem... Was? Haare auf dem Kopf? Verarschen? 3, oder? Ja, da muss ich jetzt kurz überlegen. Ich war mir nicht mal sicher. Alle meine Freunde lieben Ratespiele. Sprich sie einfach an, wenn du dir noch mehr solche Spiele antun möchtest. Und einen neuen Freund gewonnen. Gut. Gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aquana, bitte bleib hier. Aquana, bitte. Bleib stehen, Aquana. Ha! Sehr schön. Ja. Das Foto wurde gespeichert. Noch 28 verbleibende Fotos. Hallo, Aquana. Bist du auch hier, um das Meer zu sehen? Es ist wirklich sehr schön, nicht? Oh, du möchtest einen Wettstreit? Hm, mal sehen. Ich werde mit dir Fangen spielen. Wenn du 30 Freunde oder mehr hast. Wie viele habe ich denn jetzt? Wird mir nicht angezeigt. Tauboga ist bisher das Letzte. Ja. Okay. Okay, Aquana. Ich komme wieder, keine Sorge. Was soll der Spruch? Ich bin nicht Bugs Bunny, verdammt. So. Gut, Aquana. Wingull! Bist du eben erst angekommen? Was hat das Tor in der Grünzone geöffnet? Ich möchte mit dir spielen. Was hältst du von Fangen? Ja, tun wir. Wie soll ich ein Flug-Pokémon fangen? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Was? Wie schnell ist das Vieh, bitte? Was zum... Jetzt! Okay, ich dachte schon, wie soll das jetzt gehen? Aber so funktioniert es ja. Sehr schön. Das war umwerfen. Willst du mein Freund sein? Ruf mich, wenn ein Spiel ansteht, bei dem man fliegen muss. Ah, wir Wingull sind von nun an alle deine Freunde. Das ist schön. Das ist sehr schön. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Poképark. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.